Ich bin Greg. Ich dachte, ich stelle mich mal kurz vor, denn morgen ist es schon soweit. Der Papst kommt nach Deutschland. Und ich bin der katholische Mitarbeiter, der versucht, als Pilger mit ihm Schritt zu halten. Und ich bin eben noch dabei, mein ganzes Zeug zusammenzupacken, meine Listen durchzugehen. Hier haben wir Berlin als Station, Erfurt, Freiburg. Ja, und ich hoffe einfach nur, ich habe nichts vergessen. Also was ich brauche, ist Kamera, ein Pilgeroutfit. Ach ja, da habe ich von papstbesuchindeutschland.de mir ein Pilgeroutfit bestellt. Mal gucken, ob auch alles angekommen ist. Die Pilgerkappe, natürlich. Pilger-Jutebeutel. Ich darf alles nicht vergessen. Ja, das muss ich noch ein bisschen üben mit dem Mikrofon hier. Aha. Pilger-T-Shirts. Ich brauche sie nicht. Die Pilger-Regenjacke. Dann werde ich mich mal gleich umziehen. So, jetzt kann ich das mal auf die Seite legen. Aha, die Pilgerkappe aufgesetzt. Ach ja, hört man mich. Ne? Gute Tipps von den Maltesern. Also, die Malteser empfehlen. Erstens, bereiten Sie sich ausreichend vor und planen Sie genügend Zeit ein. Zweitens, nehmen Sie ausreichend Proviant und besonders Wasser mit. Drittens, achten Sie auf festes und eingelaufenes Schuhwerk. Richten Sie sich auf langes Stehen ein, klar. Fünftens, beachten Sie die Wettervorhersage für den Veranstaltungsort. Okay, sechstens, denken Sie an Regenkleidung und Sonnenschutz. Den haben wir dabei. Wenn Sie Medikamente einnehmen müssen, ausreichend Vorrat einstecken. Und achtens, auf den Veranstaltungsgeländen und Hauptzugangswegen sind Unfallhilfsstellen der Malteser platziert. Neuntens, achten Sie auf andere Personen und melden Sie einen Verdacht, beispielsweise auf Kreislaufschwäche, einem Sanitäter. Halten Sie sich an die vorgezeichneten Wege und versperren Sie keine Zufahrt von Rettungsfahrzeugen. Ja, ich glaube, das werde ich mitnehmen. Und auch sonst hoffe ich, dass ich alles habe, dass ich nichts vergessen habe. Dass ich was erlebe, dass ich möglichst viele Videobilder einfangen kann. Dass ich den Papst auch sehe, dass ich ihm nahe komme. Und und ich würde einfach so sagen, los geht's. Also ich werde jetzt früh ins Bett gehen und morgen früh raus. Ich muss den Zug erwischen und nach Berlin fahren. Also, auf geht's! Wo Gott ist, da ist Zukunft. Ja, dann mal schauen, wo mich die Zukunft hinbringt.